Hallo allesamt, hier übersetze ich endlich mal wieder einen Podcast von Inelia Benz, den neuesten von ihr. Und da geht es hauptsächlich um den Matrix-Movie, aber auch um die tatsächliche Matrix. Das liegt ja dann nicht weit entfernt. Und es sind sehr lustige und interessante Dinge, die da zutage kommen, finde ich. Und mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch genauso viel Freude dabei. Ich werde jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Genießt es einfach. Genießt die Show und viel Spaß. Ich habe das Ganze ein bisschen gekürzt. Das wäre sonst zu lang geworden. Es ist so schon ziemlich lang. Und ich steige dann gleich ein, da wo Inelia anfängt, über den Film zu sprechen. I really like the very first one. Den ersten mochte ich richtig gern und die anderen mochte ich auch ganz gern, aber ich konnte einfach nicht verstehen, warum niemand zwei Dinge bei diesen Filmen überhaupt nicht kapiert hat. Und das eine war der Agent Smith, dass der einer war. Und der andere Punkt war, dass die im Grunde genommen die Matrix nie verlassen haben. Und jetzt mache ich gerade kurz mal einen Cut, weil das Erste, was Inelia gesagt hat, habe ich nicht wirklich verstanden, was sie damit meinte mit Agent Smith, dass Agent Smith einer war. Einer von den beiden Dingen, die niemand verstanden hat. Okay, vielleicht habt ihr da mehr Ideen als ich. Aber ich finde es spannend, was sie da sagt, dass sie die Matrix im Grunde nie verlassen haben. Sie haben die tatsächlich nie wirklich verlassen. Nicht mal, als sie da nach Zion gegangen sind. Oder wie, Saigon hat ihnen hier gerade gesagt. Zion hieß es, also Zion. Ne? Und wo sie angeblich von der Matrix getrennt waren. Aber sie waren nicht wirklich getrennt von der Matrix. Sie waren immer noch drin. Es war einfach nur ein Ort, um die Leute, die am Aufwachen waren, die einfach beschäftigt zu halten und abzulenken. Und diese Menschen, die da waren, haben ja tatsächlich auch öfter mal bereut, dass sie rausgegangen sind und die rote Pille genommen haben. You had to pick red pill, blue pill, why would you pick the miserable matrix? Exactly, right? So there were two matrices. Und Mallory sagt jetzt in diesem Falle, in dieser anderen Matrix, warum sollten sie da die rote Pille nehmen, wenn die eigentlich noch schlechter ist auf eine Art als die andere Matrix. Und Inelia bestätigt es und sagt, ja, das waren zwei Matrixes. Und es gab sogar auch eine dritte, und zwar da, wo er hinging in dem vorigen Film, also in dem dritten Teil der da noch Trilogie, als er in dieses Roboterland ging, wo diese ganzen künstliche Intelligenzroboter waren. Und er hat da mit dem sich verbunden und es war so dargestellt, dass das außerhalb der Matrix war, dieser Bereich. Aber er war immer noch in der Matrix und das war, warum er da so in der Luft geschwebt ist. Denn das war auch ein Teil davon. Und dann dieser Film hier, also in diesem Film hier, da haben sie eine volle Drehung gemacht. Und da sind sie nochmal zurückgegangen, also wieder zurückgegangen zur ganz originalen, in die ganz originale erste Matrix. Das war so ein bisschen wie so ein Redo, also ein Wieder, also das eine Wiederholung. Und die haben seine, also Neos Erinnerungen dieser ursprünglichen Geschichte in ihn eingepflanzt.
Und also nicht in ihn eingepflanzt, incorporated, also in den Film mit eingebracht, so meinte sie das, indem sie ihn dazu gebracht haben, zu denken, dass er ein Spiel mal erfunden hat, geschrieben hat, also ein Computerspiel, das Matrix hieß. Und das war was, warum das alles in seinem Geist auftauchte. And anyways, but anyways, it's like, yeah, they're just different matrices. And aber es sind einfach verschiedene Matrixen. A little bit about bringing in real life details of the actors' lives. Und es ging ein bisschen auch darum, also Details aus dem wirklichen Leben der Schauspieler zu bringen, also in den Film zu bringen. Und das war wieder, um die Zuschauer dieses Filmes hineinzuziehen in diese andere Matrix, in die man schaut, wenn man diese ganzen anderen, also ganz andere Filme sieht, was unsere Matrix ist, in der wir jetzt leben. Und das ist ja auch eine Welt der Illusionen. Well, you say illusionary, but what do you mean when you say that? Because many times I think people look at it when they say, oh, it's an illusionary world, that means it doesn't matter. Und Larry fragt jetzt, aber was meinst du genau damit, wenn du sagst, es ist eine Welt der Illusionen? Denn ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die das sagen, ach, das ist nur eine Illusion, alles, die ganze Welt, dass sie denn damit sagen wollen, ach, es ist alles egal, nichts, das zählt alles nicht, was hier passiert. Ist es das, was du denkst, dass es nicht zählt, dass es egal ist? Und fragt Inelia und Larry sagt, nein, das ist das, was die meisten Menschen denken. Wenn man sagt, dass es eine Illusion, eine Welt der Illusionen ist, dann ist es auch nicht relevant, denn es ist egal, was da passiert. Interessant. Denn die Welt der Matrix ist ja dann nur ein Computerprogramm und dann ist es ja egal. Also was meinst du damit, wenn du sagst, eine Welt der Illusionen? Und was ich damit meine, also ich meine damit, dass es alles erfunden ist, dass es nicht wirklich ist. Aber was ist dann wirklich? Du bist wirklich. Dein Gewahrsein, dein Bewusstsein, das ist wirklich. Also ich meine illusionär im Sinne von wie ein Traum. Und der Traum, also wenn du im Traum bist, dann fühlt er sich sehr wichtig an und wie das Zentrum des Universums und wirklich. Und dann wachst du auf und merkst, oh, es war ja nur ein Traum. So ungefähr ist das. Ja, ziemlich sogar ist es so. Also in Indien, in einer der Lehren dort, ich weiß nicht, was das für ein Teaching war, da nennen die das die Welt des Maya, diese illusionäre Welt. Und in den Familienlinien der Machi-Schamanen, ich sage nicht nur schamanisch, weil es gibt so viele verschiedene Kulturen dort und so viele verschiedene Arten von Weisheitsträgern und Reisen, schamanischen Reisen und Fähigkeiten, dass wir im Allgemeinen, wenn wir schamanisch sagen, dass das nicht ganz dem nicht gerecht wird, denn dieses Wort wurde auch sehr missbraucht. Und die Menschen nehmen einfach an, jetzt, dass jeder Stamm der Ureinwohner dort die gleichen Lehren hat, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist sogar weit weg davon. Aber um zurückzugehen zu dieser illusionären, zu diesem Thema mit den Illusionen, es meint halt, dass es etwas Erschaffenes, etwas Kreiertes.
Und es wird vom Moment zu Moment erschaffen. But we do have very strong rules of engagement within this game, this matrix, or this illusionary world. Und es ist sehr anpassungsfähig, aber wir haben Regeln in diesem Spiel. Das sind die sogenannten Rules of Engagement. Also das sind die Regeln, wie ich mich da zu verhalten habe, also wie ich da, die da gelten, die da herrschen in dieser illusionären Welt. Also sowas wie die Spielregeln. So, if Neo had been reading some of that, ja, wenn Neo davon gewusst hätte, dann wäre das alles anders gewesen. Aber er findet das irgendwie während der Filme heraus, dass diese Spielregeln, also dass es ganz bestimmte Spielregeln gibt. Und in der Matrix sind diese Regeln aber sehr formbar. Und Inilia sagt, ja, genau wie hier bei uns, das ist auch so. Denn man kann ja aussteigen aus den kulturellen Vereinbarungen und aus den Programmen. Also man muss dann nicht alle Regeln unbedingt wirklich befolgen. Und warum heißen sie denn überhaupt Spielregeln, wenn man da gar nicht unbedingt sich dran halten muss? Und dann beantwortet er sich das gleich selber. Naja, ich denke, Regeln sind ja auch dazu da, gebrochen zu werden oder können ja auch gebrochen werden. Ist es das, was es bedeutet? Nein. Nein, Regeln bedeutet ja nicht, dass es sich um Tatsachen handelt. Und Regeln sind etwas, Larry springt jetzt ein und sagt sowas wie Guidelines, also sowas wie so eine Anleitung. Und die Nelia sagt aber nein, das ist schon was wir befolgen sollen. Also dem wir zugestimmt haben zu befolgen, diesen Regeln. Also bevor wir hierher kamen, da hat Inilia an anderen Orten drüber gesprochen. Bevor wir hierher kamen, haben wir diese Spielregeln gezeigt bekommen und haben denen zugestimmt. Und wenn du aber das veränderst und beschließt, sie nicht mehr zu befolgen, was passiert dann? Dann hört es auf. Und Larry meint, aber hat es denn nicht irgendwelche Folgen, wenn ich diese Regeln dann nicht mehr befolge, denen ich dazu gestimmt habe? Und Inilia sagt, ja, normalerweise wird dann alles gelöscht, was du durch deine Fragments, also durch deine Fragmente erschaffen hast. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit meint. Oh no. So your little temper tantrums or whatever you might call them is when you're busting the rules and like maybe floating. Also meinst du, wenn du hier diese Wutausbrüche hast und dann, dass du dann die Regeln brichst und dass das wie so ein Ballon ist, den man platzen lässt, auf den man geschwebt ist? And if you like instantly manifest a I think there's a huge misunderstanding about the nature of reality being singular. Ich denke, es gibt ein großes Missverständnis da draußen darüber, dass wir hier in einer singulären Realität leben. Denn das ist nicht so. Denn es ist ja eine Realität, die durch das Kollektiv erschaffen wird, also eine ganze Gruppe. Und es geht ja auch nicht nur hier um unser menschliches Kollektiv, sondern um das Kollektiv aller Lebewesen, also auch der anderen Spezies hier auf dem Planeten. Und die sind ja alle Teil dieser Vereinbarung. Es geht ja hier nicht nur um Larry oder Inilia oder Tommy oder wen auch immer. Es geht ja nicht nur darum, was du willst, denn du bist ja nicht der König der Realität. Nein, du bist hier als ein Teil des kollektiven Bewusstseins.
Also sogar, Inhilia sagt sogar als kollektives Bewusstsein. And the collective consciousness is the one that pretty much keeps to decides what the rules are. Und das kollektive Bewusstsein weiß, was die Regeln sind und hält sich ziemlich genau dran. So if tomorrow everybody on the planet knew that. Also wenn morgen jeder auf dem Planeten das Wissen hätte, dass man jederzeit überall hin schweben und fliegen kann, wohin man will, so wie im Traum, dann könnten wir das. Aber man müsste jeden davon überzeugen, dieser Veränderung der bisherigen Realität zuzustimmen. Und so erstellt man dann eine Matrix, oder? Ja, genau, sagt die hier. Du überredest einfach alle, die eine Realität in eine andere zu verändern. Und wenn alle zustimmen? You just change the matrix, you don't get out of the matrix. Und Inhilia sagt, okay, dann denkst du aber, es ist wie die rote Pille zu nehmen, aber es ist ja so, du veränderst aber zwar die Matrix, nur aber in eine andere, also du kommst ja trotzdem nicht raus aus der Matrix. See, the red pill that Neo took put him into a reality that sucked bad. Also bedeutet das, dass die rote Pille, die Neo da genommen hat, ihn in eine Realität eingesaugt hat, die auch nicht so besonders toll ist? Aber das gab ihm ja auch viel Macht über die Realität, die, in der die Menschen leben, die die blaue Pille genommen haben. Also es hat ihm ja viel, viel Gutes gegeben. Give less meaning to the blue pill reality, less solidity. Yeah, also er hat durch diese Realität der roten Pille, hat er der blauen Pillenrealität weniger, also die Festigkeit genommen, der hat die dann flexibler gemacht sozusagen. Mm-hmm. Ja, genau. So, and then in this movie, und dann in und in diesem Film jetzt, da hat er jeden Tag 2 bis 3 Mal pro Tag eine blaue Pille genommen. Der hatte da eine ganze Flasche von, damit er das schafft, in dieser Realität der blauen Pille zu bleiben, weil er das ja wollte. Weil sein Psychologe ihm gesagt hat, dass er das tun muss. Der sehr lustig war im Film. Also nimmt er all diese blauen Pillen und versucht, gibt sich sehr viel Mühe, dass er da wirklich drin bleibt in dieser Rolle. Aber diese rote Pille-Realität fängt an, da immer wieder reinzukommen, weil er so viel Zeit da drin verbracht hat, oder was? Naja, es ist einfach so, dass die jetzt in seinem Bewusstseinsfeld war. Also irgendwann wird er eh wieder dann dorthin gelangen. Aber die rote Pille-Matrix ist immer noch eine Matrix. Und die Person, die da zuschaut, sieht, dass die Matrix immer noch in der Matrix ist. Und ich denke, das ist es, was sie uns versucht haben zu sagen mit dem Film. Denn sie haben da auch Details von dem Details aus dem Leben, aus dem richtigen Leben der Schauspieler eingefügt und die vermischt mit dem Leben in dem Film. Und auch mit Details aus dem Videospielleben. Und die neue rote Pille-Realität und die neue blaue Pille-Realität, das wurde auch vermischt. Wozu sind eigentlich so Leute da, die so mit Absicht Fehlinformationen rausgeben? Sind die alle freiwillig da? Machen die das alle freiwillig oder was meinst du? Und naja, auf einer bestimmten Ebene wissen sie alle, was die Wirklichkeit ist, was die Wahrheit ist. They know
passing it on anyway because it's cool. Also sie wissen, dass ein Teil von dem, was sie da sagen, schlecht ist und sie geben es trotzdem weiter, weil sie es cool finden? No, it's more like nein, das ist eher so, dass du willst halt berühmt werden, Geld haben, also dass die damit bestochen werden, okay, du kannst reich und berühmt werden oder wir bringen dich um die Ecke. Und darauf fallen sie dann natürlich rein. Und dann greifen sie bewusst auf diese Fehlinformationen zu und geben die raus und sagen die halt, okay, dann was soll ich sagen? Und stellen sich halt dafür zur Verfügung. It's true. It's true. There's plenty of people who will, like you say this, that'll make it nice. I was even listening to Mr. Trumpy Boy. Und ja, stimmt, sagt Larry. Also da gibt's viele, die alles Mögliche sagen und man merkt, dass es eigentlich nicht hinhaut. Und ich habe sogar einmal hier Mr. Trumpy Boy zugehört. Denk, weißt du noch, da hat er gesagt, da haben sie mir gesagt, ich soll das sagen, denn die Leute werden das mögen. Und ich dachte, ach, sie werden das nicht mögen, denke ich. That sounds stupid. I don't think anybody liked that. Und er hat dann gesagt, ach, das klingt blöd, ich glaube, das mag niemand. Und dann ist er auf so eine Kundgebung, so eine Show gegangen, also da diese Rallies, und hat gesagt, okay, ich werde es versuchen. I think it's like, let's make America great again, something like that, right? And he said, and everybody loved it. Und er hat gesagt, es war dieser Satz, let's make America great again. Und er hat ihn dann tatsächlich gesagt und alle haben es geliebt. So, I said it again. Also habe ich es wieder gesagt. Und jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, haben es die Leute geliebt. Deshalb habe ich es immer wieder gesagt. Kind of like that. So ungefähr meinst du? Ja, so, also da ist es dann bewusst. So that's Benny barking at the eagle. Yeah, he's keeping the eagle away from the chicken. Das, was ihr da hört, das ist unser Hund, der bellt und der verteidigt die Hühner gegenüber dem Adler, dass der die nicht holt. The eagle gets hungry enough, he can go have a fish. Yeah. But he don't get any of the chickens. Wenn der Adler sehr hungrig ist, dann kann er sich ja einen Fisch holen, aber von unseren Hühnern bekommt er keins. So, anyways. With regards to the people who get hijacked. Also mit Grüßen an die Menschen, die sich für sowas hergeben, um also falsche Informationen rauszugeben. The misinformation promoters have to say is, oh, you're so important. Bei manchen ist es ganz, ganz einfach. Da müssen nur die auf der Suche sind nach solchen Menschen, die bereit sind, Fehlinformationen rauszugeben, da müssen die nur sagen, oh, du bist so wichtig, du bist so weise, oh, du bist so intuitiv, du weißt genau, was los ist. Wie wäre es, wenn wir dir ein paar mehr Informationen besorgen, die du dann rausgibst, und dann sagen die sofort, ja. Attached to their source, and then their source is giving them stuff that they can't get anywhere else. Und dann fangen sie an, in so eine enge Verbindung mit ihrer Informationsquelle einzugehen und wie so ein bisschen abhängig zu werden. Und dann wird diese Informationsquelle ihnen Dinge geben, die sie nirgendwo anders bekommen können. Und dann werden sie dadurch zu einer sehr wichtigen Person. Und egal, was diese Quelle dann sagt, auch wenn es alle Alarmglocken zum Klingeln bringt, dann und tief im Inneren wissen, das kann gar nicht stimmen, dann sagen, selbst dann sagen sie noch, ach naja, dann ist meine Alarmglocke gerade falsch. I can't possibly be wrong. Das kann unmöglich falsch sein, was die mir da sagen, denn die haben ja mich ausgewählt, weil ich so weise bin und ich bin der Auserwählte. Und ich bin so weise. Und es gibt keine Möglichkeit, dass ich jemals falsch liegen könnte.
Und überhaupt niemals. And knowing that as the observer of the movie, und als der Zuschauer dieses Films siehst du, dass verschiedene Matrixes gleichzeitig passieren. Und dann auch der Autor des Films und die Schauspieler im Film haben auch ein echtes Leben. Also so sehen wir uns manchmal Filme an und denken, oh Mann, dieser Schauspieler ist so cool, ich mag den und ich wäre gern sein bester Freund. Aber dann findest du Dinge heraus über ihr wirkliches Leben und merkst so, oh Mann, die sind eigentlich furchtbar. Also wirklich abstoßend und du denkst, meine Güte, wie kannst du das miteinander in Einklang bringen? Und das ist ja was, was in Hollywood sehr, sehr viel vorkommt. Und ich habe mit einem Freund einen Film angeschaut und wir haben gesagt, wow, dieser Schauspieler. Und ich sagte, ja, aber es ist schrecklich, was er im wirklichen Leben da gemacht hat. Und Fred sagte, ja, ich weiß, ich versuche einfach den Teil zu vergessen, weil er einfach ein richtig guter Schauspieler ist. Und das macht es einfacher, den Film zu sehen, wenn ich diesen Teil ausblende. Oh my God. Well, it's true. Ja, es ist leider wahr. Denn wir neigen dazu, gute Schauspieler und Schauspielerinnen auf so ein ziemlich hohes Podest zu stellen. Also nicht alle von uns, aber sie wissen ja, Inelias hat, sie sind sozusagen die königlichen Familien der Kolonien. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Die Schauspieler sind die königlichen Familien der Kolonien. So meine ich das. Also erklär das mal. Also die höchsten Ränge der Gesellschaft, die königlichen Familien in Europa. Das sind ja die, die sozusagen über die, also die Kirchen, die königlichen Familien und die Massenmedien, das sind ja die Punkte, also die Dinge, die die Massen kontrollieren. Also indem die Masse der Menschen ihre Aufmerksamkeit darauf richtet und damit wunderbar abgelenkt wird von dem, was wirklich vor sich geht. Und die müssen halt zusehen, dass sie halt nicht so hoch zielen sozusagen und da einfach ihr königliches Leben leben und da auch ein paar Fehltritte machen und für Skandale sorgen. Und in den Kolonien, da gibt es ja keine königlichen Familien. Also haben sie beschlossen, einfach Schauspieler und Schauspielerinnen zu einem Synonym für die königlichen Familien zu machen, damit die diese Rolle erfüllen, diese Rolle der Ablenkung, denn die Menschen konzentrieren sich auf sie. Und sie haben diese wunderbaren Leben mit diesen unermesslichen Reichtümern und all dem. Wie kommt es aber, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler, und ich komme jetzt durcheinander mit Schauspieler und königlichen Familien, weil die sind ja eigentlich alle Schauspieler. Also warum, wie kommt es, dass die sich so oft so furchtbar schlecht benehmen? Du meinst, dass das alles rauskommt, all diese möglichen schrecklichen Dinge, die sie tun? Ja.
Also ich denke, diese Schrecklichkeiten der ganzen königlichen Leute, die kommen ja schon raus. Also das ist ja schon raus für eine lange Zeit. Meinst du, das ist der Grund, warum die an Wichtigkeit so verloren haben? Weil sie diese Magie nicht aufrechterhalten konnten? Also denkst du wirklich, dass sie in ihrer Bedeutung heruntergegangen sind? Denn wenn du mal wirklich schaust, also in Spanien die spanischen Könige oder die englische Königsfamilie, dann kannst du immer noch sehen, dass sie auf den höchsten Stufen der Gesellschaft stehen und dass ihre Bedeutung nicht wirklich abgenommen hat. Doch, ich denke schon. Denn sie kontrollieren nicht die Regierung. Das haben sie aber auch nie getan. Aber sie haben gesagt, dass sie das getan haben. Ja, aber es ist die falsche Geschichte. Aber warum benehmen sie sich so schlecht? Aber was meinst du damit? Na, diese ganzen, naja, diese Adenochrom-Geschichten, die mit Kindes- und Missbrauch und die eigene, also Inzest und all das, diese ganzen Gemeinheiten. Das ist, wie sie kontrolliert werden. Also durch diese Gemeinheiten, die sie da begehen, bleiben sie unter Kontrolle von denen, die sie kontrollieren. Also die, von denen sie kontrolliert werden. Also packen sie dann die in diese Positionen, die da besonders leicht verführbar sind zu solchen Dingen? Oder sind die Menschen, die in diesen Rollen sind, haben die grundsätzlich sowieso diese Tendenz? Und naja, doch, ja, sagt die Nelia. Und die, die sich da nicht zur Verfügung stellen, die da nicht mitmachen wollen, die werden halt umgebracht. Und na, die da nicht mitmachen, die werden halt um die Ecke gebracht. Na, guck dir Lady Diane, die hat Nein gesagt und die hat es nicht überlebt. Ich denke mal, das ist diese Karottengeschichte, also diese Karotte am Stock. Was meinst du damit? Naja, ich meine, diese Karotte, wenn du es tust, dann kriegst du tolle Sachen und wenn nicht, dann wirst du um die Ecke gebracht. Ich denke, das haben die auch nicht besonders gut versteckt. Nein, haben sie nicht. Aber die Leute bevorzugen trotzdem die blaue Pille und die Menschen denken so weiterhin, dass das eine wundervolle Sache ist mit diesen königlichen Leuten, mit diesen vielen Edelsteinen und diesen ganzen Dingen, zu denen man aufschauen kann. Und mit den Filmstars ist es das Gleiche? Fragt Larry und Daniela sagt ja. Auch wenn die Menschen eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind. Naja, du siehst ja, wie sie überall von diesen hohen Podesten langsam herunterfallen. Denk mal dran, da haben wir vor ein paar Jahren drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, dass alles sichtbarer werden wird. Ah, du meinst, dass die Schwingung hochgeht? Ja, genau, denn es ist so, dass diese Schwingung ist wie das die Lautstärke der Dinge. Also du kannst sie nicht länger verstecken. Sie werden sichtbar und dann musst du tatsächlich eine bewusste Entscheidung treffen, sie nicht sehen zu wollen. Also du musst dann die Entscheidung treffen, auf welcher Seite du stehen willst, welche Seite du unterstützen willst. Also du musst eine Entscheidung treffen, was ist in Ordnung zu tun und was kann man durchgehen lassen und was ist nicht okay, was kannst du nicht unterstützen. Also für einige Menschen ist es so, wenn diese Dinge herauskommen über Schauspieler und die Königlichen,
dann denken sie, oh meine Güte. Und sie sind am Boden zerstört und denken, also ich kann mir diese Filme nicht mehr angucken und ich werde denen nie wieder zuhören. Und das ist nicht richtig, was sie da machen und sie sollten eigentlich ins Gefängnis gehen. Und andere Menschen, die finden halt einfach irgendwelche Ausreden und sagen, na ja, das war halt die Zeit. Und das ist halt so passiert und wir wissen ja nicht genau, warum. Und zu der Zeit war das halt okay, da haben das alle so gemacht. Und oder sie wurden dazu gezwungen, das zu machen. Aber, also sie sagen das, aber sie meinen das nicht wirklich. Sie meinen eigentlich was anderes damit. Und das, ja, das unterstützt einfach nur diese Matrix. Also du kannst sehen, welche Wahl die Menschen treffen, weil wenn du, weil tief im Innern wissen die Menschen, was akzeptabel ist und was nicht. In unserem Innern wissen wir es alle. Also jeder hat ja auch diese Freiheit, das zu wissen. Und dann wählst du halt, was du bewusst ausblendest und was nicht. So, are you saying if we're watching a movie and we know the actor is a nasty boy? Also willst du damit sagen, dass wenn wir jetzt einen Film gucken und wir wissen, dass der Schauspieler, naja, ein böser Typ ist oder ein schreckliches Mädchen und wir gucken dann den Film und es ist auch ein wirklich guter Film. Aber wenn du dann dir so darüber bewusst bist, dann zieht dich das wieder raus aus dem Film, dieses, wenn du den dann anguckst. Manchmal weiß man auch, also da merkt man es auch, wenn es ein schlechter Schauspieler ist, dann merkt man es, weil diese Schäbigkeit dann durchblickt, also manchmal durchkommt einfach, man spürt die dann manchmal. Und egal, welche Rolle die spielen, also ob die eine Rolle eines Guten oder eines Bösen spielen, es kommt einfach durch. Und dann kann man es einfach nicht aushalten. Aber manche Schauspieler sind so gute Schauspieler, obwohl sie wirklich echt bescheuert sind im wirklichen Leben, wirkliche Arschlöcher. Sie sind einfach richtig gute Schauspieler. Zum Beispiel dieser Typ, wie heißt der nochmal? Das ist so ein kleiner. Dieser Film mit den Flugzeugen in der Vergangenheit. Wie ist sein Name? Danny DeVito? Sagt Larry. Nein, sagt ihn ja. Dieser Scientology-Typ. Ron Hubbard. Larry sagt jetzt Ron Hubbard, aber ich weiß natürlich, wen ihn ja meint. Nein, der Schauspieler. Weißt du, Ron Hubbard ist jetzt ein Schauspieler? Nein, ich meine den Schauspieler, nicht Ron Hubbard. Ach komm, es kann doch nicht sein, der Schauspieler, der in diesem Film mitgespielt hat, mit diesen Hochgeschwindigkeitsflugzeugen. Wie heißt der? Na, mit diesen Jets und diesen Pilot sein und jeder wollte ein Pilot werden, als dieser Film herauskam, also nachdem dieser Film herauskam. Ah, Maverick, Top Gun. Ja, genau, Top Gun. Aber was ist sein Name? Sein Rufzeichen ist Maverick. Nein, aber ich meine doch den Schauspieler. Meinst du sein rotes Pilleleben oder sein blaues Leben? Pilleleben. Mann, nein, der Schauspieler. Ich kann es gerade gar nicht fassen, dass Larry das nicht kapiert. Aber wie heißt der Schauspieler? Tom Cruise. Oh mein Gott. Ich wollte nur versuchen herauszufinden, auf welchem Level von Realität du wolltest, dass ich antworte. Magst du den Film Top Gun? Sehr, ich mag ihn sehr. Ich habe den 100-mal gesehen. Was denkst du von Tom Cruise?
Ich versuche nicht so viel über ihn rauszufinden, weil ich den Film so gerne mag und ich will ihn noch mal schauen. Er ist ein guter Schauspieler. Ich meine, es ist mir egal, er ist eine Natter und er ist ein Mobber und er ist in einer Sekte und er hat schlimme Dinge im Leben getan, wirklich schlimme Dinge. Aber er ist einfach ein ausgezeichneter Schauspieler. Und wenn ich sage, er hat wirklich schlechte Dinge getan, dann ist es jetzt nicht so, also ich meine nicht die Sachen, wo hier die Königlichen und so mit drin waren. Und soweit ich weiß, und ich weiß sehr viel über ihn, er ist nicht so weit gegangen. Also er hat nicht diesen Missbrauch betrieben. Und er hat auch niemanden umgebracht. Aber er hat beide Augen zugedrückt, wenn es darum ging, dass es da Missbrauch gab in dieser Kirche, in der er Mitglied ist. Ja, vielleicht wollte er es nicht glauben. Vielleicht ja, bewusste Ignoranz, also bewusstes Nicht-Wissen-Wollen, aber auch sowas wie Aggression, ne? Also so ein Bully, er ist halt so ein Bully, er kann wirklich Menschen tyrannisieren. Oh, I heard, yeah, I did mess up and I heard him on his set. Ja, ich habe am Set irgendwie gehört, wie er mit den Menschen spricht und das war nicht so nett. Also irgendwie möchte ich die Filme nicht mehr sehen. Ja, das hat die Filme ziemlich ruiniert. Aber dieser Top Gun-Film, den willst du dir immer noch angucken, oder? Den alten, ja, den möchte ich gucken, den, also nochmal gucken, aber den neuen bestimmt nicht. Aber du wirst ihn dir doch angucken, den neuen, ich weiß es doch genau, du wirst ihn angucken. Und Lemmy sagt, ja, ich werde ihn gucken, wahrscheinlich werde ich dann die ganze Zeit schlecht reden über den Schauspieler. Und dann werde ich die ganze Zeit sagen, oh, was für ein toller Film, aber dieser Typ ist wirklich furchtbar. Aber wie wir vorher schon gesagt haben, das ist das, was du brauchst. Das ist das, was du brauchst, wenn du diese Rolle spielen willst, dieser Licht-Dunkel-Realität durch diese Filme. Also wenn du irgendeins dieser Dinge willst, wie Ruhm und Geld und sowas, dann, ja, dann wirst du kontrollierbar. Und darum geht's. Also, wenn du nicht kontrollierbar bist, dann kommst du da nicht weit. Also, du kommst dann gar nicht in diese Höhen. Also, du wirst dann gar nicht in diese Liga eintreten. Es gibt Menschen, die sind echt sehr berühmt. Also ich weiß jetzt nicht mal genau, wer das jetzt ist, aber die Menschen, das ist so eine bestimmte Familie, wo Männer, also die fühlen sich zu dieser Familie hingezogen, die Frauen werden wollen. Ah, die Kardashians. It was really funny because somebody said, "Oh my gosh, all the men, poor men that go to that family, they all get corrupted and want to be women." Und es gibt Leute, die sagen, oh Mann, diese armen Männer, die alle, die da bei dieser Familie landen, die lassen sich da erpressen und kurz nachdem die da landen, wollen die plötzlich Frauen sein. Und ich sage aber nein, das ist genau umgekehrt. Sie wollten zu Frauen werden und deshalb sind sie dieser Familie beigetreten. So rum war das. Ja, das verändert die Sache etwas. Und das ist ja ein Punkt, ja, wie oft, das finde ich einen spannenden Punkt, wie oft denken wir so, oh Mann und der Arme und was, wo der da reingezogen wurde. Aber wir wissen ja oft nicht, wie es anfing. Und ja, viele wählen halt selber. It's a bit of a
Das ist eine seltsame Welt. Das ist ja wie in der Film Matrix. Das ist, was mir so gut daran gefallen hat. Also, dass es das alles in Frage stellt. Aber es wirft ja auch die Frage auf, wie viel Aufmerksamkeit oder nein, besser, wie viel Macht willst du diesen Spielregeln eigentlich zuteil werden lassen? Ne, also diese, wie diese Regel, in, wenn du da bei diesen Königlichen, egal ob den echten oder den Schauspielern mitmachen musst, dann musst du halt irgendwie ein bisschen ein paar schäbige Dinge tun und korrumpierbar sein. Eine Sache, die noch sehr interessant ist bei dieser ganzen Matrix-Geschichte, ist, da ist so eine, diese neue, ein neues Paradigma, so ein neues Zeitalter, was die da bringen. Und es war, hatte eine Ähnlichkeit mit dem, was wir jetzt gerade erleben mit unserem, mit dem Split, also mit dieser Teilung. Also da gab es ein paar Ähnlichkeiten. Und welches? Welche Ähnlichkeiten? Und das war der Punkt, dass da dieses Verlangen, also dieser Wunsch aufkam und gezeigt wurde, eine andere Art von Realität zu erleben mit anderen Spielregeln. Aber wie hast du das in diesem Film gesehen und wo? Ich habe das nicht bemerkt. Also wie hast du das gesehen, diese, diesen Split und diese neuen Spielregeln? Du hast es nicht ganz bis zum Ende geguckt, oder? Doch, doch. Ich habe es bis zum Ende geguckt. Nein, du hast nicht bis zum Ende geguckt. Du hast dann rumgepfiffen und an deinem Handy rumgespielt. Und das, ich habe den Film bis zum Ende geguckt. Also, dann erzähl mir, was am Ende passiert ist. Also, das bittere, bittere Ende war, als Neo und seine Partnerin, und der Name fällt mir gerade nicht ein. Oh Mann, die Matrix-Fans, die werden uns jetzt gedanklich erwürgen. Also am Ende haben die Händchen gehalten und sich geküsst. Und dann haben sie versucht rauszukommen. Und er konnte ja nicht fliegen. Also er hat es vergessen, wie man fliegt. Er konnte das nicht mehr. Aber sie konnte es noch. Und sie hat ihn mitgenommen. Und dann sind sie zusammen geflogen. Also sie ist geflogen und hat ihn mitgenommen. Sie ist da, sie ist, ja, hat da die Führung übernommen. Sie ist nämlich der eine, also die eine. Sie ist die eine. Ja, ich habe es bis zum Ende geguckt. Du kannst dich nicht an diese Szene erinnern, oder? Nein, kann ich tatsächlich nicht. Du hast es nicht bis zum Ende geguckt. Aber du, dir hat er doch so gut gefallen. Und Larry sagt, naja, Teile davon. Also das kann man, das geht schon, dass man, dass einem Teile von etwas gefallen, aber nicht das Ganze. Keanu Reeves. He played himself. I mean, he wasn't really playing Neo anymore. Na, ich fand zum Beispiel, dass Keanu Reeves gar nicht mehr Neo gespielt hat. Er hat nur noch sich selbst gespielt. That's kind of what I like. Er, also Neo war gar nicht mehr da und Larry meinte, ja, das war genau das, was ich, was mir gefallen hat daran. Also ich mochte, dass er sich selbst gespielt hat. Mr. Anderson. He is Mr. Anderson. Okay, you're right.
Und jetzt sagt Inilia nochmal, nee, er hat aber nicht, er hat sich selbst gespielt, aber er hat nicht Keanu Reeves gespielt, sondern Mr. Anderson. Und dann meinte Larry, nein, nein, Mr. Anderson. Und dann wollte Larry, glaube ich, sagen, Mr. Anderson war doch Agent Smith, aber Neo war das ja am Ende. No, that's the one. Und jetzt sagt aber Larry, nein, das war nicht Mr. Smith. Und So he played Anderson. But he was Inhela sagt aber doch, er spielte aber den Mr. Anderson. wasn't acting. He was just behaving like he does in real life. Und er war aber da nicht am Schauspielern, sondern er hat sich so verhalten, wie er sich in seinem normalen Leben verhalten würde. Also die ganze Art, wie er sich bewegt, wie er guckt, wie er redet. Even though, even though the snatches we got and glimpses of him and what he actually looked like. Also trotz dieser kleinen Blicke darauf, die wir darauf werfen konnten, wie er tatsächlich aussieht In the movie, im Film. were old bald. Oh yeah, the persona that everybody saw when they looked at him was an old guy. Old guy. War so ein alter Glatzkopf, also so ein alter glatzköpfiger Typ. Und das war wohl, so beschreibt die Nelia, dass also manche, die auf ihn geguckt haben, haben dann das gesehen. I guess I might, if it is on again, I might watch it again to see if there's anything else I missed. Also ich glaube, wenn ich da irgendwie nochmal zukomme, würde ich den sogar auch nochmal gucken, aber nur um zu sehen, ob ich irgendwas anderes übersehen habe. Aber es war jetzt nicht wirklich ein richtig guter Film. Also so wie Top Gun. Ja, so wie bei Top Gun, da wollten alle, die den geguckt haben, wollten plötzlich zur Navy und wollten diese Flieger fliegen. Or like Avatar, where Oder wie? adults want to get into a jet. Oder wie Avatar. Mars or wherever the Navi is. Hang out Und with giant blue people. wo alle sofort am liebsten in irgendein Raumschiff gesprungen wären und auf diesen Planeten gefahren wären, wo es diese blauen Menschen gab. Or learn how to transfer our consciousness into another body. Oder wie alle dann lernen wollten, ihre Bewusstsein in einen anderen Körper zu And übertragen. borrow and have legs and whatever, you know. Or go explore an alien world. It's not like that level, but Und it is an interesting movie in that der Matrix-Film war überhaupt you nicht auf get the diesem sense that Level. reality is very malleable and Aber der Matrix-Movie war insofern interessant, als dass man irgendwie eine Art von Verständnis dafür kriegt, dass die Realität sehr biegsam ist. whatever one you're focusing on, that Und feels real at the time. das, was worauf immer du deinen Fokus richtest, sich wirklich anfühlt It's only in dem as Moment. real as you make it. Und dass das aber nur so wirklich ist, wie du es machst. That's kind of what I liked about it. Und das ist das, was ich an dem Film mochte, dass All the man other dieses scenes in Verständnis the dafür bekommen It's hat. mostly Aber die him ganzen anderen Szenen, die fand ich jetzt nicht so. up and fighting. I think 90% of the movie is shooting up and fighting. Ich habe das so erlebt, dass ungefähr 90% des Films irgendwie kämpfen und schießen war. Get all this, the special effects and all the Um fighting. diese ganzen Special Effects da Was irgendwie the shooting in? unterzubringen. So much more interesting. Well, they did have some shooting in it, Man like hätte was viel Interessanteres herstellen just können. like pointless 90%. shooting, because they like shoot 100 bullets and it doesn't hit anything anyway. What's different? 90% of the movie is shooting and fighting. Ja, und Larry meinte auch, wenn sowieso die ganzen Kugeln nicht treffen, dann kann man sich ja auch gleich sparen. Mostly if you shoot somebody, it doesn't even hurt them or kill them or anything. Und in dem Film war es ja so, meistens, wenn da irgendwie geschossen wurde, hat es ja eh niemanden getötet oder konnte niemandem was anhaben. Unless you're like that one special bullet, which never happened. Well, you did once when they were trying to explain how not real things were. So, I guess the real question after all of this Also ich denke, meandering around the thing is the die wirkliche Frage nach dem ganzen Drumherum-Gerede reality that we exist in a matrix. Yes. ist
die ganze Realität, in der wir uns hier befinden, ist das eine Matrix? Und Inelias Ja kam so schnell. Also das, wo wir hier sitzen, jetzt auf unserem Sofa mit unserem Hund, das ist die Matrix? Ja. Ja. Aber wer hat die kreiert? Wer hat die erschaffen? Na, wir. Und wer ist wir? Na, wir ist das menschliche Kollektiv. Und die anderen Kollektive auf dem Planeten. Und Larry fragt, und was ist mit der Erde? Und Inelia sagt, ja, die auch. Und was, wie sieht's aus mit den Aliens? Und Inelia sagt, aber definiere mir, was du damit meinst. Alien. Und Larry wundert sich über die Frage. Well, like Arcturians or Pleiadians. Na, zum Beispiel die Arcturianer, die Plejada, von den Plejaden, solche Aliens. Okay, nee, die haben da nichts zu sagen beim Kreieren dieser Matrix. Was ist mit den ganzen Hybridkindern, die von denen hier auf der Erde rumlaufen? Und dann sagt ihnen, ja, die haben was dazu zu sagen. Also die haben was da mit reinzugeben. Okay, aber sie selber nicht, aber ihre Kinder. Aber dann haben sie ja doch irgendwie auch was zu sagen. Und Inelia meinte, naja, wenn sie die Kinder beeinflussen können, dann ja. Und manche können. Manche haben Einfluss auf ihre Kinder, aber sie haben trotzdem nichts direkt zu sagen darüber, wie das hier kreiert wird. Also kann man es so sehen, dass der Planet dieses der Gastgeber sozusagen für dieses Spiel ist. Also diese Matrix, in der wir jetzt hier sitzen, und ist der Planet aber auch noch Gastgeber für andere Spiele? Also für den astralen Bereich, und Inelia sagt ja. At what level does the planet stop being the host? Und auf wo hört der Planet auf, der Gastgeber dafür zu sein? Of the matrix that you're looking at, like at oneness level, at past oneness level, at whatever level. Also auf dem All-Eins-Sein-Level oder jenseits dessen oder auf welchem Level? Don't quite understand the question. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. They're all independent of each other as well as being a collective thing. Aber die sind alle unabhängig voneinander und auch was Kollektives. So your soul, also, actually the planet doesn't have a say unless you listen to what the planet is saying. Also deine, was deine Seele angeht zum Beispiel, da hat der Planet gar nichts zu sagen. Es sei denn, du hörst dir das an, was er dazu sagen hat, und entscheidest dich, das mit reinzunehmen. And then give it importance. Und wenn du dem Wichtigkeit gibst. So at a soul level, the matrix you're in at a soul level, which is like in between life level. Also verstehe ich das richtig, auf einer Seelenebene, die Ebene zwischen den Leben sozusagen ist. Where your soul still kind of carries your body shape. That also auf der Ebene, wo deine Seele noch deinen Körper trägt sozusagen. Upper astral type level. Mm-hmm. Where the body has the same shape. Astral level. That's a lower or upper astral? There's no lower or upper. There is too. And da fragt jetzt Larry, ob das die niedere oder die höhere Astralebene ist. Und Inelia sagt, es gibt keine niedere und höhere Astralebene. Es ist nur eine Frage der Schwingung. Ja, aber das ist, was ich meine. Ja, aber es ist irrelevant. Wenn du in einer Low-Frequency-Way bist, dann bist du da. Ja, aber es ist nicht relevant, sagt Inelia, weil wenn du stirbst, ist es egal, ob du aus niedrig schwingend stirbst oder während du hoch schwingst stirbst. Du bist auf dieser Ebene. Die Seele kann in einer niedrig schwingenden Existenz sein oder in einer hochschwingenden Existenz. Okay, what matrixes are
hosted by Gaia. Okay, also welche Matrix werden von Gaia gehostet sozusagen, also als Gastgeber? The solid. Are these all the same matrix then? The astral level, the real life level, the dream. Also ist das alles die gleiche Matrix, das reale Leben, das Level des realen Lebens, das Level des Träumens, das Level der astralen Ebene? Oder wenn man im Ayahuasca-State ist, oder wenn man für ein Jahr meditiert und dann in die Ebene des Einsseins geht, ist das dann eine andere Matrix? Fragt Larry, und Inile sagt, nein, es ist dann keine andere Matrix, es ist nur ein anderes Gewahrsein von dieser Matrix. Genau, ein unterschiedliches Gewahrseinslevel dieser einen Matrix. Also ich versuche das jetzt so richtig betrachten zu können. Also ich möchte das versuchen zu definieren. Also die Matrix des normalen wachen Daseins existiert auf allen Bewusstseinsebenen. Ja. Und innerhalb dieser Bewusstseinsebenen, da gibt es unterschiedliche Spielregeln, abhängig davon, wie hoch dein Gewahrsein ist. Und Inilia geht schon mit einem Ja dazwischen, bevor er den Satz beendet hat, mit genau bezüglich dieser physischen Matrix. Ja. And is the astral still a part of this physical matrix? Und ist die astrale Welt immer noch Teil dieser physischen Matrix? Yes. Ja. At what point do you leave the matrix? Und an welchem Punkt verlässt man dann diese Matrix hier? This physical matrix. Also diese physische Matrix? As an awareness. Als Gewahrsein. When your soul viewpoint decides to have a different experience, not a physical experience. Zu dem Zeitpunkt, also wo deine Seele sich dafür entscheidet, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, also nicht mehr in eine physische Erfahrung zu gehen, also nicht mehr als physischer Körper zu inkarnieren. Well, how is an astral experience a physical experience? Aber wie kann eine astrale Erfahrung eine physische Erfahrung sein, fragt Larry. Because the astral is made of matter. Weil die astrale Welt auch aus Materie besteht. Wie diese hier. Your soul construct is made of matter. Das Konstrukt deiner Seele ist Materie. Das macht jetzt Larry gerade so ein bisschen sprachlos und mich auch. Aber ich wollte das nochmal kurz zusammenfassen, wie ich das verstanden habe. Ich finde das nämlich im Grunde genommen ganz logisch. Ich glaube, das ist ein Punkt, den Larry vielleicht gerade gar nicht sieht. Denn Inilia sagt ja, also egal, also auch zwischen den Leben, solange die Seele immer wieder inkarniert, ist sie praktisch in diesem Zyklus und ist damit in dieser Matrix. Und wenn die Seele gar nicht mehr inkarniert, dann ist sie ja nicht mehr in diesem Zyklus, egal auf welcher Seite des Vorhangs jetzt, also ob im physischen Körper oder in diesem zwischen zwei Leben sozusagen. Aber erst wenn sie da ganz aussteigt, ist sie dann da anscheinend gar nicht mehr drin. Aber mal gucken, wie die beiden weitermachen. Ich finde das total spannend. So it doesn't matter what you do in this matrix, you will always be in a dream within a dream within a dream. Unless you leave this matrix entirely. Yes. Also verstehe ich das richtig, sagt Larry. Du bist hier immer in einem Traum, der in einem Traum ist, der in einem Traum stattfindet, solange du in dieser sich hier befindest. Und ja. In which case, what are you going to have for an experience? You can have a non-matrical experience. Aber wie kann ich denn eine andere Erfahrung außerhalb dessen haben? Und Inia sagt, ja, du kannst eine außerhalb der Matrix-Erfahrung haben. Is there any way to conceive of what a non-matrical can just
Und gibt es irgendeine Art, wie man wie ich verstehen könnte, was eine außerhalb der Matrix-Erfahrung sein könnte? Das wäre etwas, dem, also irgendeine Sache, der nicht mehr als zwei Menschen zugestimmt haben. Oder mindestens zwei Leute. Also sobald mindestens zwei Menschen einer Sache zustimmen, ist es ein Teil der Matrix. Also es müssen auch nicht zwei Menschen sein, aber zwei empfindungsfähige Wesen. Kannst du mir da ein Beispiel für geben? Nein. Kannst du versuchen, eins zu finden? Ja, ich habe ja gesagt. Also irgendwas, wo nicht mindestens zwei Leute zustimmen. Ich muss gerade so lachen über Larry. Er sagte ja, aber was könnte das sein? Also was könnte das sein? Eine Sache, der nicht mindestens zwei Menschen zustimmen. Ich kann mir einfach gar nichts vorstellen, was das sein könnte. Genau, sagt Inelia, weil du in der Matrix bist, kannst du dir sowas nicht vorstellen. Kannst du wenigstens irgendein zum Beispiel, was das sein könnte, geben? Gib mir ein Beispiel innerhalb dieser Matrix. Okay, sagt Inelia, wer denkt gerade deine Gedanken? Who's thinking my thoughts? Wer denkt meine Gedanken, fragst du mich? Ja. Small sense of awareness me. Vielleicht ein mittelgroßes Gewahrseins-Ich? Okay, so who's observing the medium and small awareness sense of you? Okay, aber wer beobachtet dieses mittelgroße Gewahrseinssein von dir? My higher self. Vielleicht mein höheres Selbst, ich? Okay. Aber wer beobachtet dein höheres Selbst? Vielleicht die Orb-Wolke? Ja, da hast du es. Dann bist du raus aus der Matrix. Ich weiß noch nicht mal, was die Orb-Wolke ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob Larry Orb oder Orb gesagt hat. Also ich habe das Wort irgendwie schon mal gehört, aber ich stelle mir das vor wie so ein Lichtfetzen. Also ein kleines schmieriges Weiß. Das irgendwie geformt ist wie eine weiße Untertasse. Aber irgendwie so ein bisschen schmaler wird am Ende und in der Mitte so einen Klumpen hat. White, white, misty looking cloud. Also eine weiße, neblig aussehende Wolke. That's ja. Genau. Also das ist das Ding, was auf mein höheres Selbst guckt. Ja. Das bist du außerhalb der Matrix. Das bist du außerhalb der Matrix. Alright, well, how about you? Okay, aber wie sieht es mit dir aus? What about me? Was ist mit mir? Larry weiß jetzt nicht mehr, wie das Ganze anfing. Und sagt jetzt, was war die Frage?
Du hast es vergessen. Who, said the word. Ich versuche jetzt, das wieder hinzukriegen, wie du das gemacht hast. Wer macht was? Wer macht was? Sag mir. Du brauchst Hilfe. Du brauchst ein paar Freunde, die dir die Fragen aufschreiben. Ich hätte sie aufschreiben sollen, als du sie gefragt hast. Wer macht gerade die Erfahrung dieser Wirklichkeit? Nein. Wer guckt, was passiert? Oh komm, sag's mir, Liebling, sag's mir. Okay, also ich habe damit angefangen. Was denkst du? Nein, wer denkt deine Gedanken? Okay. Okay, wer denkt deine Gedanken gerade jetzt im Moment? Welche Gedanken? Ich weiß nicht, welche auch immer du gerade denkst. Ich denke nicht. Du denkst keine Gedanken? Mhm. Was, wenn ich denn dich am Fuß kitzle? Wer denkt jetzt deine Gedanken? Niemand. Du denkst jetzt nicht über Kitzeln nach? Nein. Ich mache die Erfahrung von Kitzeln. Das ist was ganz anderes, als darüber nachzudenken. Why is nobody thinking your thoughts? Warum denkt niemand deine Gedanken? Weil da keine sind. You don't have any thoughts? No. Du hast keine Gedanken? Oh, occasionally I do. Nein, ich habe keine. Manchmal habe ich welche. This is gonna make things a lot easier. Das macht das Ganze sehr viel einfacher. Manchmal habe ich Gedanken. Okay, when that sometimes you have a thought thing happens, who's... Okay, also wenn dieses manchmal hast du Gedanken Ding passiert, wer denkt es dann? Das ist schwer zu greifen. Ja, das ist schwer zu greifen. Die Matrix denkt sie. Die Matrix denkt deine Gedanken für dich. Ja. Also wenn die Matrix deine Gedanken für dich denkt, wer beobachtet dann die Matrix? Wer beobachtet dann die Matrix, die deine Gedanken denkt? Und in ihr sagt, ich. Aber wer ist dieses Ich, das die denkt? Ich? Honey, you're outside the Matrix. Liebling, du bist außerhalb der Matrix. Nein. Einfach so, so hast du es gemacht. That's what you did. Nein, habe ich nicht. Doch, das hast du. Nein, habe ich nicht. I was here listening. Ich habe hier zugehört. Du hast das Wichtigste verpasst. Du bist ein bisschen verloren gegangen auf dem Weg. Also in den nächsten 1-2 Wochen werden wir große Neuigkeiten über unser, also Larry und mein Leben, euch mitteilen können. Wir haben bei Walk With Me Now so eine Übung gemacht, wo die Aufgabe war, die Ziele fürs kommende Jahr aufzuschreiben. Und das Erste, das fühlte sich im Grunde genommen undurchführbar an. Also wir haben da schon seit 2 Jahren drauf geschaut auf dieses Ziel. Und ganz plötzlich ist es vielleicht innerhalb von ein paar Tagen wahr geworden. It went from crickets, as in no, nothing, to, sure, I'll meet you there tomorrow. Und es ging von, oh nee, auf gar keinen Fall möglich, gar keine Möglichkeit. Und es ging es zu, ja klar, wir treffen uns da morgen.
Das war ein großer Shift in diesem, innerhalb eines Tages. Ja, an dieser Stelle mache ich mal Schluss. Und ich fand es mal wieder einen sehr spannenden Podcast. Und das mit der Matrix, das finde ich total faszinierend. Und ich, also habe ich erstmal ein bisschen was zu verdauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es wirklich ein Stück weit weitergeholfen, diese gerade diese letzte Unterhaltung mit diesem, wer denkt deine Gedanken und wer beobachtet dich dabei. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, viel Spaß beim Verarbeiten und beim, ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und ich freue mich auf ganz bald. Danke.